Hallihallo, liebe Freunde, Zuschauer und ja, Bekannte und YouTuber, die zufällig über meinen Kanal stolpern. Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon und ich versuche immer noch ein gutes Spiel auf den Markt zu kriegen, indem ich mich stetig verbessere. Aber naja, schauen wir mal. So, und du darfst das letzte Update raushauen. Spielbericht wird für Helisimo 2 Grad gemacht. Demon's Row ist noch ganz gut dabei, hat knappe 2 Millionen Abonnenten. Ich bin will kein Geld für die Abos haben, weil Wayne interessiert. Geld ist nicht so wichtig. Nee, das wollte ich nicht. Hier. Dann machen wir jetzt 19 Dollar. Und los geht's. So, die Updates sind fertig. Gut, damit war's das. Spiel ist abgeschlossen, hat mich gerade mal 31 Millionen gekostet bei 3,1 Milliarden. Hier, macht mal in Auftragsarbeit. Ihr könnt mal ein Klick machen. So, ich will den Spielbericht sehen. Super. Naja, das hat schon 9% mehr. Ja gut. Gute Genrekombination, Arcade-Simulation mit Hubschrauber. Ich glaube, das sagt er jedes Mal. Oder? Ich nehme jetzt den 46er vom Frühjahr. Ja, das sagt er immer. So. Okay. Dann kann ich sehr. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Nachfolger. Dann probieren wir einfach mal aus, weiterzumachen. Wo ist meine Simu? Hier, Simu. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. 3. So, DevKits, gibt's keine neuen. Gut. Ja, Konzept brauche ich keins, weil ich bin ja direkt in der Mitte gestartet. Es ist eine Simulation, also kommt es mir eher auf Optik an. Ich, Story ist mir hoch. Funktion soll alte einsteigerfreundlich sein und für Casual Gamer. Ich versuche es einfach mal. So, auf den Sinne, mal gucken. Zack. So. Gameplay verbessern. Und ein Hype. Darf man natürlich nicht vergessen. Bei Helisimo ist gleich schon fertig. Ich habe nur noch 200.000, 270. Na gut, das ist 35.000 die Woche. Das ist jetzt nicht wirklich arg viel. So, Messe. Ja, nimm mal, natürlich. Hier. 1, 2 und 3 und starten. 97.000 neue Fans, schön. So, jetzt bin ich bei 2,6 Millionen. Das kann man so sehen, wie ich mit Fan von Blizzard bin oder so. Ja, ja, tschüss. 71. Woche.
Ich produziere noch mal nach, sagen wir mal 100.000. Nee, komm hier, wo ist? So, ja, jetzt kann man nur noch kurz warten. So, das zweite Team macht die Auftragsarbeit. So, Verkaufsstart. So, 160, 170.000 die erste Woche. Oh, doch so viel. Ach so, klar, weil wir jetzt hier verkaufte, hier. Videoboom haben. Gut, da ist es kein Wunder. Ich habe mich schon gewundert, warum Demon's Row so viel abgeht gerade. Obwohl 75. Woche. So. Geht ja gut ab, würde ich sagen. Derweil wird die 3 schon produziert. Ein Hype ist schon da. Ja. Personal. Nur zuweisen, hier geht man zu der. Das verdiene ich überhaupt noch an der Konsole eigentlich nicht mehr wirklich viel. Aber ist ja egal. So. Na, das ist das Dumme, dass sobald ich eine neue Konsole baue, dass die alte sofort vom Markt genommen wird. Ganz ehrlich, man kann heutzutage immer noch eine PlayStation 3 kaufen, obwohl es eine PlayStation 4 gibt. Also Big Worms. Schönes Spiel. Also der Name sagt schon mal schönes was. Aber ob es was Gutes wird, weiß man nicht. Achso, jetzt weiß ich, warum das so langsam läuft. Ja, komm, gib mal Stoff. Ich hab die noch 1 Million. Ja, komm, Spiel produzieren. Ich will das mal. Na, warte mal, probieren wir einfach mal. Nee, das ist doof. Das ist doof. Die automatische Nachproduktion ist doof. Gib mir, das sind 20.000, 200.000, 2 Millionen, wo ist? Ich muss auf die Tastatur hauen hier. Oh, deine Probleme waren in letzter Zeit etwas unkonzentriert. Dadurch haben sie an den Bugs entspielt. Ja, Bugs sind... Oh ja, stimmt, ich hab die Bugs vergessen. Hier, macht mal was vorher, gell. Bugs ist nicht schlimm. Ja, ganz ehrlich, Bugs ist, hier, linke Schulter. Die Plattform Beam Machine wurde vom Markt genommen. Naja gut, hier, ich hab 17%. Ich verkaufe jede Woche 350.000. Der Preis sinkt. Der Preis sinkt zwar auch von mir, aber ist ja nicht schlimm. Solange die Verkaufszahlen reinkommen, ist alles normal. Thank you.
Hier, macht mal was für euer Geld. Schnell die Auftragsarbeit durchgerannt haben, ey. Hart. Stimmt, hier, das wollte ich mal nachgucken. Charts. All-Time-Charts. Demon's Road 2 war das Beste. Danach kam Prison Arc. Kurz auf Streetball. Ja, ich habe schon echt viele Spiele hier drin, aber manche sind ja echt, echt scheiße gewesen. Das sind jetzt nur die verkauften Stückzahlen. Ich will es eigentlich mal schaffen, dass ich 10 Millionen Stück von einem Spiel verkaufe, aber wenn es so weitergeht. Ja, jetzt ist es ein bisschen eingebrochen hier. Oh. Darf ich mal? So. Ich habe schon wieder 2 Millionen verbraucht. Nee, noch nicht. Ich hau hier sind schon wieder. Ey. Hier kommen noch mal 2 Millionen. Wo ist ein Karton? Da habe ich ein bisschen Puffer. So, das will ich aber mal hier Personal mal zuweisen. Einmal schulen gehen, Leute. Warte mal, ja, das ist in Ordnung. Hier wird momentan nichts verkauft. Hier habe ich 180 Millionen eingenommen. Spielbericht erstellen? Nee, geht noch nicht. Erst wenn ich es veröffentlicht habe. Jetzt geht's abwärts oder was? Ah, weil der Hype sinkt. Hype ist gesunken. Darf ich mal bitte. Nicht Demon's Row. Die Hemusimo. Hier, komm. Zieht mal durch, Freunde. Zack. Ja, ja. Immer der Ruhe. Und nicht Demon's Row, sondern die Hemusimo 3. So, dann wollen wir schauen mal, ob wir was Besseres geschafft haben. 10 Wochen. Maximum Warp. Na, ist schon besser geworden. So, stopp. Spielbericht erstellen. Ja, nee, warte mal, was wollte ich jetzt mal? Updates. Updates, Updates, Updates. Also nochmal 4% hochgekommen. Ich näher mich. Ja klar, die sind gerade beim Training, ja. Mann, lasst mich doch mal in Frieden hier. Personal. Neu zuweisen. Ihr müsst mal wieder an die Arbeit gehen. Ich möchte den Messestand, natürlich. 3, 2 und das Spiel. 99.000 neue Fans. Yeah. Ein Update. Go. Und noch ein Update. Ja gut, ich habe jetzt auf Maximum Bob. Zack. Updates dürfte es keine mehr geben.
Spielebericht, schauen wir mal. Spielebericht erstellen. Fertige Spieleberichte. Ach, da oben. Ich habe immer noch nicht getroffen. Priorität bei Spielebewertung. Okay. Ich habe noch eine Woche und ich habe noch nicht ein Stück davon produziert. Okay, 5 Millionen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hoch gegriffen. Nee, war es nicht. 120.000 in der ersten Woche. Die Kosten laufen plus minus null momentan noch. Ja. Ah, der Helisimo, da kann ich meinen Preis runterziehen eigentlich. Hier, komm. 30. Kann ich das noch vielleicht noch mal ein bisschen ankurbeln? Hey Freunde, ich hab doch den Preis runter. Na gut, es ist jetzt die 3. Ich bin ein Depp. Egal. Na klar, er kauft sie lieber die 3 als die 2. Ich bin jetzt blöd gewesen. Na Gott. Egal. Ja, aber leider nur 5,8 Millionen. Schade. Es ist immer so ungefähr die Hälfte, schaffe ich. So, ja, na, nimmer. Ich habe 2 Gruppen, damit passt das. Ja, ich habe immer noch 2 Millionen Demon's Row Spieler. Ja, aber jetzt sollten wir langsam mal das Spiel hier. Achso, Helisimo. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Spiel vom Magnet. Demon's Row. Verursacht momentan nur noch Kosten. Dann kann ich die Server nämlich ausschalten. Obwohl es nicht wirklich viel kostet, aber egal. Irgendwann ist mal für jedes Spiel Schluss. Ist aus den Handel genommen mit 219 Millionen Gewinn. Oha, das Helisimo 3 hat von 5 Millionen so gut wie nichts mehr übrig. Ach ja, hau durch. Vielleicht schafft es ja die 10 Millionen. Ich glaube es war wenig, aber egal. So, ein Nachfolger. Warte mal, stimmt, haben wir Fanbriefe. Kann ich denn die nachlesen? Ich glaube, das konnte ich nur, wenn ich so weit war, dass ich ein Spiel herstelle. So. Mit der Engine Simu 4 weiter die Plattform okay, hier Fanbriefe Demon's Roll Helisimo. Nein, guck mal, dass einige Fans meinen, dass der Helisimo zu sehr für Core Gamer entwickelt wurde. Hier ist die 3. Er verkauft sich hervorragend. Super, mal. Einige Fans hätten sich eine bessere Atmosphäre bei Helisimo. Gut, dann probieren wir das mal.
Atmosphäre. Ja. Ist das? Machen wir es mal so. Hier kommt. So. Dann machen wir das plus das ergibt das. Alter. Gameplay. Ne, warte mal. Ach, egal. Das ist egal jetzt mittlerweile. So, die Jungs machen. Ja, jetzt will ich doch mal einen Frieden hier. Bugs entfernen. So. Stimmt, Hype muss ich noch aufbauen. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh, Hype, oh, Hype. Nicht vor die 3, sondern vor die 4. Jetzt bin ich schon bei 3,8 Millionen. 7 Millionen. Produzieren. Ja gut, das habe ich jetzt, schaffe ich vielleicht jetzt durch Tricks. Na, jetzt geht's auch schön abwärts. Ihr guckt euch das an. Es geht schon echt wieder abwärts. Gut, die wissen jetzt, dass die Hemu-Simulation 4 rauskommt. Das ist vielleicht ein Grund. Aber komm schon noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen. So. Die 4, die 3 und Start. 100.000 neue Fans. Jetzt habe ich schon 3 Millionen. Oh, jetzt gehen die Zahlen aber echt in den Keller. Aber ich muss wahrscheinlich trotzdem nochmal nachproduzieren. Drücken wir nochmal eine Mille durch. Oh, ist die Folge schon wieder viel zu lang geworden. Ja, meine Damen und Herren, und damit würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss für heute. Und ja, wie ist die Hemu-Simulation in der nächsten, wie es aussieht, ob ich mich langsam an das Bessere nähere oder nicht, werden wir sehen. Über Tipps würde ich mich freuen, aber ja, immer raus damit. Ich bin ja, wie gesagt, Kacknoob. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet wieder ein und bis dennchen.